Wenn ein Elektron auf eine Platte mit zwei Spalten geschossen wird und jeder Spalt beobachtet wird, geht es nicht durch beide hindurch. Unbeobachtet jedoch schon. Jedenfalls heißt das, wenn das Elektron vor Auftreffen auf der Platte beobachtet wird, geht es nur durch eine der beiden Spalten. Genau. Worauf willst du hinaus? Auf gar nichts. Es wäre ein gutes Motiv für ein T-Shirt. Verzeihung, bitte. Sekunde noch. Eins waagerecht ist Ägäis, 8 senkrecht ist Nabokov, 26 waagerecht ist MCM. 14 senkrecht ist, nehmen Sie mal den Finger weg, Pilot, darum ist 14 waagerecht Port-au-Prince. Sehen Sie, Papadox, kapitale Idee, das ist Port-au-Prince. Haiti. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja. Ist das hier die Samenbank für Leute mit hohem IQ? Wenn Sie es fragen müssen, dann sind Sie hier falsch. Ich denke, wir sind am richtigen Ort. Füllen Sie das aus. Danke. Wir kommen gleich zurück. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Ich mache erst mein Kreuzworträtsel fertig. Oh, wie schwer. Lennart, ich fürchte, ich kann das nicht. Was? Das machst du sonst wie ein Profi? Nein, wir begehen einen genetischen Betrug. Es gibt keine Garantie, dass unsere Spermien hochintelligente Nachkommen hervorbringen. Denk doch mal nach. Ich habe eine Schwester mit ziemlich derselben DNA-Mischung und sie serviert Fastfood. Sheldon, das war deine Idee. Du wolltest ein bisschen was dazu verdienen, um dir einen Breitband-Internetanschluss zu holen. Ja, ich weiß und ich sehne mich nach einer schnelleren Downloadrate. Stell dir aber mal die arme Frau vor, die ihre Hoffnung in meine Spermien setzt. Was ist, wenn das Kind nicht weiß, ob es ein Integral oder ein Differential verwenden soll, um den Flächeninhalt unter einer Kurve zu berechnen? Trotzdem würde sie es lieb haben. Ich aber nicht. Und was willst du jetzt tun? Ich würde gern gehen. Okay. Muss man dafür Regeln beachten? Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie ein Spermaspendenangebot zurückziehen müssen. Versuchen wir einfach mal, uns rauszuschleichen. Na gut. Wiedersehen. Wiedersehen, Hansi. Vielen Dank. Bist du noch sauer wegen der Samenbank? Nein. Willst du was Interessantes über Treppen wissen? Eigentlich nicht. Wenn die Höhe einzelner Stufen auch nur um 2 Millimeter von den anderen abweicht, stolpern die meisten Leute. Ist mir völlig egal. 2 Millimeter? Das hört sich willkürlich an. Es stimmt aber. Ich habe eine Versuchsreihe gemacht, als ich 12 war. Mein Vater hat sich dabei das Schlüsselbein gebrochen. Wurdest du deshalb ins Internat gesteckt? Nein, das war wegen meiner Experimente mit dem Laser. Eine neue Nachbarin? Offensichtlich. Eine signifikante Verbesserung gegenüber dem Vorgänger. Du meinst den übergewichtigen Transvestiten mit dem Hautleiden? Ja, du hast recht. Oh, hi. 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 Wir wollten nicht stören. Wir wohnen gegenüber. Oh, das ist ja nett. Oh, nein, wir wohnen natürlich nicht gemeinsam. Das heißt schon, aber nur in getrennten, heterosexuellen Schlafzimmern. Oh, okay. Na, dann bin ich wohl eure neue Nachbarin, Penny. Oh, oh, Leonard, Sheldon. Hi. 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 Naja, willkommen im Haus. Danke sehr. Vielleicht trinken wir mal einen Kaffee zusammen. Oh, schön. 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 Wir wiedersehen. 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 Hätten wir Sie zum Essen einladen sollen? Nein, wir wollten uns Staffel 2 von Battlestar Galactica ansehen. Wir haben die DVDs von Staffel 2 schon gesehen. Nicht mit Regiekommentar. Wir sollten ihr zeigen, dass wir gute Nachbarn sind. Wir laden Sie ein und heißen Sie so willkommen. Wir haben doch auch nie Louis-Luise zu uns eingeladen. Ja, und das war nicht nett von uns. Wir sollten unseren Freundeskreis erweitern. Ich habe schon einen erweiterten Freundeskreis. Ich habe 212 Freunde bei MySpace. Ja, und du kennst niemanden davon persönlich. Das ist ja das Wunderbare daran. Ich glaube, ich lade Sie zu uns ein. Wir machen ein nettes Essen und chatten. Chatten? Wir chatten doch nicht, zumindest nicht offline.
Na, das ist doch gar nicht schwer. Du hörst dir einfach an, was sie sagt, denkst kurz darüber nach und gibst dir eine passende Antwort. Zu welchem Zweck? Hi, wir sind's. Hi. 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 Folgendes, wir haben indisches Essen geholt und, ich weiß, dass ein Umzug stressig sein kann und ich konnte feststellen, wenn ich unter Stress stehe, zieht gutes Essen in netter Gesellschaft eine beruhigende Wirkung. Außerdem ist Curry ein natürliches Abführmittel, wie du ganz sicher schon weißt. Ein gereinigter Verdauungstrakt ist eine Sorge, die man weniger hat. Leonard, ich bin zwar auf dem Gebiet kein Experte, aber bei einer Essenseinladung solltest du Anspielungen auf die Verdauung bleiben lassen. Oh, ihr ladet mich zum Essen ein. Ja. Oh, das ist wirklich nett. Ich komme gern. Sehr schön. Und? Was macht ihr so in eurer Freizeit? Naja, heute wollten wir für Geld masturbieren. Also dann, mach es dir gemütlich. Gern, danke sehr. Ach, keine Ursache. Das sieht ja aus, als wäre es wichtig. Leonard, ist das von dir? Nein, das ist meine Arbeit. Wow. Ja, weißt du, das ist nur etwas Quantenmechanik mit etwas Stringtheorie hier unten hingekritzelt, bis auf den Teil. Das ist nur ein Witz, eine Parodie der Born-Oppenheimer-Approximation. Bist du sowas wie der Typ aus Beautiful Mind, ein Genie oder so? Ja. Das ist ziemlich beeindruckend. Ich habe auch eine Tafel, wenn du Tafeln magst, das ist meine. Verdammte Scheiße. Wenn du mit verdammter Scheiße dieses unoriginelle Konstrukt meinst, das du an jede Wand der Herrentoilette im MIT gekritzelt findest, hast du im doppelten Sinne recht. Was? Ach, ich bitte dich, dieses Differential steht unter dem Spruch, hier sitze ich in meinem Fleiße. Na, wenigstens brauchte ich nicht 26 Dimensionen zu erfinden, nur damit die Gleichung aufgeht. Ich hab sie nicht erfunden, sie sind da. In welchem Universum? In allen, darum geht es ja. Habt ihr was dagegen, wenn ich anfange? Penny. Ja? Da sitze ich immer. Setz dich doch neben mich. Nein, ich sitze da. Wo ist der Unterschied? Wo der Unterschied oh, ist? Los. Im Winter ist der Platz nah genug an der Heizung, damit mir warm ist und dennoch nicht zu dicht, um ins Schwitzen zu kommen. Im Sommer liegt er in einem angenehmen Durchzug, der entsteht, wenn man die Fenster öffnet, und zwar das und das. Er befindet sich weder direkt vor dem Fernseher, was einer eventuellen Konversation abträglich wäre, noch zu weit weg für eine parallaktische Verzerrung. Ich hätte noch weitere Punkte, doch das Wesentliche war bereits dabei. Soll ich mich umsetzen? Setz dich einfach irgendwo hin. Oh, okay. Sheldon, sitz! Ah. Das ist ja schön. Wir haben nicht sehr oft Besuch hier. Das ist nicht wahr. Kutrapalli und Wolowitz kommen immer wieder her. Ich weiß, aber... Dienstag haben wir bis 1 Uhr nachts Klingonen-Scrabble gespielt. Ja, das habe ich nicht vergessen. Es ärgert mich, dass du sagst, wir bekämen nie Besuch. Es tut mir das leid. Das wird ein schlechtes Licht ich auf sagte, es tut mir leid. So, Klingonen-Scrabble? Ja, es ist wie das klassische Scrabble, aber auf Klingonisch. Das sagt wohl genug über uns. Erzähl uns etwas über dich. Über mich? Okay. Ich bin Sternzeichen-Schütze, was euch vermutlich schon vieles über mich verraten dürfte. Ja, es verrät uns, dass du an der massenkulturellen Häresie teilhast, der zufolge die Position der Sonne im Verhältnis zu willkürlich festgelegten Sternbildern zum Zeitpunkt deiner Geburt Einfluss auf deine Persönlichkeit hat. Massenkultureller was? Ich glaube, was Sheldon damit sagen wollte, ist, dass wir wohl als letztes darauf gekommen wären, dass du Schütze bist. Oh ja, die meisten glauben, ich sei ein Wasserzeichen. Okay, wartet, was noch? Ich bin Vegetarierin, abgesehen von Fisch und hin und wieder ein Steak. Ich liebe Steaks. Ja. Das ist ja interessant. Leonard kann keinen Mais verdauen.
Und, hast du auch irgendeinen Job? Oh, ja. Ich bin Bedienung in der Cheesecake Factory. Oh, sehr schön. Ich liebe Käsekuchen. Du verträgst doch keine Laktose. Ich esse ihn nicht, finde ihn aber an sich gut. Ach ja, ich schreibe außerdem an einem Drehbuch. Dabei geht es um eine sensible junge Frau, die aus Lincoln, Nebraska nach L.A. zieht, um Schauspielerin zu werden, doch als Bedienung in der Cheesecake Factory landet. Dann basiert das Buch auf deinem Leben. Nein, ich bin aus Omaha. Ja. Also, wenn daraus ein Film wird, werde ich ihn mir ansehen. Das wird sicher einer. Wartet, was noch? Das wär's. Das ist die Geschichte von Penny. Die hört sich doch ganz wundervoll an. Das war sie auch. Und dann verliebte ich mich in diesen Idioten. Was ist das? Oh Gott, 4 Jahre habe ich mit ihm zusammengelebt. 4 Jahre. Das ist so lange, wie die Highschool geht. Du hast 4 Jahre für die Highschool gebraucht? Ich kann nicht begreifen, wie ich ihm vertrauen konnte. Soll ich mit dir reden? Ich habe das Gefühl, dass ich was sagen müsste. Du? Nein, das macht es nur schlimmer. Wisst ihr, was das Bescheuerte daran ist? Obwohl ich diesen hinterhältigen, verlogenen Schuft eigentlich hasse, liebe ich ihn tatsächlich noch immer? Ist das verrückt? Ja. Nein, ich würde nicht sagen verrückt. Das ist ein Paradoxon. Paradoxa sind Bestandteile der Natur. Beispielsweise das Licht. Liest du bei Huygens nach, ist das Licht eine Welle, wie es auch durch den Doppelspaltversuch nachweisbar ist. Aber dann erschien der gute Albert Einstein und entdeckte, dass sich Licht ebenso wie Teilchen verhält. Also, ich hab's nicht schlimmer gemacht. Es tut mir leid, dass ich so drauf bin. Und außerdem sehe ich unmöglich aus von dem Umzug und die blöde Dusche funktioniert auch nicht. Unsere Dusche geht. Wäre es sehr unverschämt von mir, wenn ich sie benutzen würde? Ja, nein, 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 nein. Sie ist gleich den Flur darunter. Danke. Ihr seid wirklich sehr zuvorkommend. Also, das ist ja eine sehr interessante Entwicklung. Wieso das? Es ist schon ein ganzes Weilchen her, dass sich eine Frau in unserer Wohnung ausgezogen hat. Das stimmt nicht ganz. Letztes Thanksgiving hatte doch meine Alzheimer-kranke Großmutter diesen Aussetzer. Da gebe ich dir recht. Ich meinte auch, es sei ein Weilchen her, dass sich eine Frau ausgezogen hat, ohne dass wir uns hinterher die Augen ausreißen wollten. Das Schlimmste war, ihr beim Tranchieren zuzusehen. Also, was genau versuchst du eigentlich hier zu bezwecken? Was meinst du? Diese Frau wird garantiert keinen Sex mit dir wollen. Ich habe auch gar nicht vor, mit ihr zu schlafen. Gut, dann bleibt deine Enttäuschung erspart. Wie kommst du darauf, dass sie nicht mit mir schlafen würde? Ich bin ein Mann, sie ist eine Frau. Ja, aber ihr gehört nicht derselben Spezies an. Ich lasse mich nicht auf irgendwelche Spekulationen ein. Ich will nichts weiter als ein guter Nachbar sein. Oh, natürlich. Das soll nicht heißen, dass ich nicht mitziehen würde, falls sich eine fleischliche Beziehung ergeben sollte. So kurz es auch gehen mag. Und wird dieser eventuelle Fall begünstigt oder eher verhindert, wenn sie dein Luke Skywalker Kindershampoo entdeckt? Das ist das Darth Vader Shampoo. Luke Skywalker ist die Pflegespülung. Das müsst ihr euch ansehen. Es ist fantastisch. Unglaublich. Was denn? Das ist eine Vorlesung von Stephen Hawking, die er am MIT 1975 gehalten hat. Das ist gerade ungünstig. Aus der Zeit, bevor er eine gruselige Computerstimme wurde. Ist ja toll, ihr müsst gehen. Wieso? Weil es gerade einfach nicht Lennart passt. Hat gerade eine Lady zu Besuch. Ach ja, ist deine Großmutter mal wieder in der Stadt? Nein, und es ist keine Lady, sondern die neue Nachbarin. Augenblick mal, hier ist wirklich eine Frau? Aha. Und du willst uns raushaben, weil dich ein Koitus erwartet? Ich bin nicht in Erwartung eines Koitus. Steht sie für einen Koitus zur Verfügung? Hör doch mal auf, dauernd Koitus zu sagen. Das wäre dann jetzt ein Koitus Interruptus. Hey, gibt es einen Trick, wie man von Wanne auf Dusche umstellt? Oh, hi. Entschuldigung. Hallo. Enchanté, mademoiselle. Howard Wolowitz, California Institute für angewandte Physik. Du hast vielleicht von einem Teil meiner Arbeit gehört. Sie kreist gerade um den größten Jupitermond und liefert hochauflösende Digitalfotografien. Penny,
Penny, ich arbeite in der Cheesecake Factory. Ich zeig dir den Trick mit der Dusche. Okay. Bon Dusch. Hä? Ich war... Bitte was? Das ist Französisch für Duschen Sie gut. Ein Wunsch, den ich in 6 Sprachen aussprechen kann. Heb dir das für deinen Blog auf, Howard. Siga Tong Kuei Jiao. So, jetzt geht's. Es klemmt ab und zu mal. Okay, danke. Kein Problem. Oh, du bist schon... Bin weg. Ach, Lennart? Das Haarwaschzeug ist von Sheldon. Okay, darf ich dich um einen Gefallen bitten? Einen Gefallen? Klar, darfst du mich um einen Gefallen bitten. Ich tu dir sogar einen. Es ist aber okay, wenn du Nein sagst. Oh, bestimmt sage ich ja. Das darf man eigentlich keinen fragen, den man gerade erst kennengelernt hat. Wow. Ich finde, wir sollten noch mal die Kausalkette durchdiskutieren. Müssen wir das? Ereignis A. Eine hübsche Frau steht nackt unter unserer Dusche. Ereignis B. Wir fahren durch die halbe Stadt und sind nur deswegen unterwegs, um einen Fernseher vom Ex-Freund der besagten Frau abzuholen. Die Frage, auf welcher Ebene der Existenz siehst du eine halbwegs rationale Verbindung zwischen diesen Ereignissen? Sie hat mich gebeten, ihr einen Gefallen zu tun, Sheldon. Ach ja, das mag die proximale Begründung unserer Fahrt sein. Aber wir beide wissen, dass diese nicht ohne eine auf höherer Ebene distale Ursache existieren würde. Und die wäre? Du denkst mit deinem Penis. Das ist eine biologische Unmöglichkeit und du musstest nicht mitkommen. Oh ja, ich hätte zu Hause mit ansehen können, wie Wolowitz Penny anbaggert auf Russisch, Arabisch und Farsi. Wieso kann sie den Fernseher nicht selbst abholen? Hör mal, du weißt doch, wie das ist, wenn man Schluss macht. Nein, weiß ich nicht. Und du weißt es auch nicht. Doch, ich habe mit Joyce Kim Schluss gemacht. Du hast nicht mit ihr Schluss gemacht. Sie hat sich nach Nordkorea abgesetzt. Um ihr gebrochenes Herz zu heilen. Diese Situation hier ist ein bisschen unkomplizierter. Zwischen Penny und ihrem Ex-Freund besteht eine kleine Unstimmigkeit darüber, wem der Fernseher gehört. Sie will einfach nur kein Theater mit ihm haben. Heißt das, wir werden das Theater mit ihm haben? Nein, Sheldon, es wird ganz ruhig vonstatten gehen. Wir sind zu zweit und er ist allein. Lennart, wir zwei schaffen es nicht mal, einen Fernseher zu tragen. Also, du arbeitest mit Lennart und Sheldon an der Universität? Verzeihung, sprichst du unsere Sprache nicht? Doch, bestens sogar. Er kann nur nicht mit Frauen sprechen. Wirklich? Wieso nicht? Er ist sozusagen ein Nerd. Saftpäckchen. Ich übernehme das Reden. Ja! Hi, ich bin Leonard, das ist Sheldon. Hallo. Wirst du wohl? Wir sind hier, um Pennys Fernseher zu holen. Verpisst euch. Okay, danke für deine Mühe. Hey, warte, wir gehen doch nicht einfach so auf. Lennart, der Fernseher ist in dem Gebäude, zu dem uns der Zutritt verweigert wird. Ergo sind wir fertig. Entschuldige mal. Wenn ich bereits nach den ersten Hindernissen aufgegeben hätte, wäre es mir nie gelungen, die Fingerabdrücke der String-Theorie nach dem Urknall nachzuweisen. Ich muss mich entschuldigen. Wie lautet dein Plan? Es ist mir eine Ehre, deinem Verstand bei der Arbeit zuzusehen. Hör mal, wir haben zusammen ein IQ von 360. Uns wird doch wohl was einfallen, wie wir in das blöde Haus da reinkommen. Was meinst du, was die zusammen für ein IQ haben? Halt einfach die Tür auf! Hier ist es. Ich übernehme das Reden. Einverstanden, ich mach dann den Muskelmann. Ja? Ich bin Leonard, das ist Sheldon. Von der Sprechanlage. Wie seid ihr in das Haus reingekommen? Wir sind Wissenschaftler. Erzähl ihm von unserem IQ. Lennart? Was ist? Meine Mama hat mir die Hose gekauft. Es tut mir leid. Du wirst sie anrufen müssen. Sheldon, es tut mir schrecklich leid, dass ich dich da reingezogen habe. Ist schon okay. Das war nicht mein erstes Hosenfiasko und wird nicht mein letztes sein. Und du hattest recht mit meinem Motiv. Ich habe gehofft, eine Beziehung zu Penny aufzubauen, die vielleicht eines Tages zu Sex geführt hätte. Mich hast du jedenfalls aus meiner Hose bekommen.
Ich habe meine Lektion gelernt. Wir sind so unterschiedlich. Ich bin mit dir fertig. Ich habe meine Arbeit. Eines Tages erhalte ich den Nobelpreis und sterbe allein und verlassen. An sowas darfst du nicht denken. Du wirst schon nicht allein sterben. Danke, Sheldon. Du bist ein guter Freund. Und den Nobelpreis wirst du auch nie bekommen. Das ist einer meiner Lieblingsorte, an denen ich nach der Arbeit abhänge. Die haben ein selbstgebrautes Bier. Das ist klasse. Wow, cooler Tiger. Ja, den habe ich seit Level 10. Sein Name ist Buttons. Jedenfalls, wenn du dich auch mit eigenem Avatar einklinken würdest, könnten wir zusammen losziehen. Das hört sich interessant an. Dann denkst du drüber nach? Oh, ich glaube, ich werde über nichts anderes mehr nachdenken können. Gelungen. Da sind wir. Oh mein Gott, was ist passiert? Ja, also dein Ex-Freund lässt herzlich grüßen und ich denke, dass der Rest so ziemlich für sich selbst spricht. Mir tut das schrecklich leid. Ich habe echt gedacht, wenn ihr hingehen würdet, benimmt er sich nicht wie ein Arsch. Nein, diese Annahme war durchaus berechtigt. Diese Annahme war durchaus was ist los mit dir? Wirklich, ich danke euch vielmals, dass ihr hingegangen seid und es versucht habt. Ihr seid echt fabelhaft. Ehrlich. Wie wär's, wenn ihr euch was anzieht und ich hole meine Handtasche und lade euch zum Essen ein, okay? Das wäre nett. Vielen Dank. Okay. Du bist noch nicht mit ihr fertig. Unser beider Kinder werden hübsch und intelligent sein. Und nicht zu vergessen, imaginär. Wäre Thai-Essen okay, Penny? Klar. Thailändisch geht nicht. Wir hatten Indisch zu Mittag. Und? Beide Küchen basieren auf Curry. Und? Das wäre gastronomisch redundant. Ich sehe schon, wir werden dem Mädchen aber auch alles erklären müssen. Irgendeine Idee, Raj? Fahr links in die Lake Street und dann weiter zu Colorado. Ich kenne eine kleine Sushi-Bar, die eine Karaoke-Anlage hat. Na, das hört sich doch lustig an. Mann, Baby, Baby, dann häng dich nicht an mich. Aha. Baby, Baby, dann häng dich nicht an mich. Ich weiß nicht, wie deine Chancen sonst so stehen, aber gegen die Mitfahrer in diesem Wagen bist du sowas wie der absolute Frauenhändler. Das ist deins, Partei ohne Erdnüsse. Auch kein Erdnussöl dann? Da bin ich mir nicht sicher. Behaltet mal Howard im Auge, falls sein Hals anfängt zuzuschwellen. Da zurzeit keine Bienen unterwegs sind, leicht dir mein Epinephrin. Wo sind die Essstäbchen? Dazu gibt's keine Stäbchen, das ist Thai-Futter. Und es geht los. Thailand hat die Gabel seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Interessanterweise steckt man die Gabel nicht in den Mund, sondern die Leute schieben damit ihr Essen auf einen Löffel, der dann in den Mund kommt. Frag ihn mal nach dem eigentlichen Sinn einer Serviette. Ich gehe schon. Sehe ich verquollen aus? Ich komme mir so vor. Hey, Leonard. Oh, hallo, Penny. Komm ich unpassend? Nein. Bei dir ist nichts angeschwollen, Howard. Doch, doch, hier meine Finger. Die sehen wie Wiener Würstchen aus. Hört sich an, als hättest du Besuch. Die laufen schon nicht weg. Du kommst gerade von der Arbeit. Sehr schön. Wie war's denn? Na ja, es ist die Cheesecake Factory. Die Leute bestellen Kuchen und ich bringe ihn zum Tisch. Das heißt, du fungierst dort als eine Art Eiweiß- und Kohlehydratverteilungssystem. Ja, nenn es, wie du willst. Ich bekomme den Mindestlohn. Ja, ich wollte jedenfalls fragen, ob du mir bei einer Sache helfen kannst. Ja. Oh, okay, na toll. Morgen kommt eine Möbellieferung und ich bin dann eventuell noch nicht zu Hause. Oh, hallo. Idiotinkrasi war ja der Wuschka. Wie bitte? Hat dir noch keiner perfekt im Russisch gesagt, wie schön du bist? Nein, das hat noch keiner. Gewöhn dich dran. Tja, das möchte ich jetzt nicht versprechen. Hey, Sheldon. Hi. Hey, Raj. Redest du nicht mit mir, hä? Nimm es nicht persönlich, es ist seine Macke. Er kann nicht mit Frauen reden. Er kann nicht mit attraktiven Frauen sprechen oder, was dich angeht, nicht mit einer nach Käsekuchen duftenden Göttin. Wie war das? Du erwartest also eine Möbellieferung? Ja, ja, wenn sie eintrifft und ich morgen noch nicht da bin, könntest du sie dann entgegennehmen und in meine Wohnung bringen? Ja, kein Problem. Prima, hier ist mein Zweitschlüssel. Mhm. Danke.
Penny, warte. Ja? Falls du noch nichts vorhaben solltest, hast du vielleicht Lust auf Thai-Essen und einen Superman-Film-Marathon? Ein Marathon? Wow, wie viele Superman-Filme gibt es denn? Das ist ein Scherz, oder? Ich finde den toll, in dem Lois Lane aus dem Hubschrauber fällt und Superman hinabrauscht und sie auffängt. Welcher Teil war das? Eins. Dir ist aber klar, dass der Film voller wissenschaftlicher Ungenauigkeiten ist. Ja, ich weiß, der Mensch kann nicht fliegen. Nein, aber nehmen wir mal an, er könnte es. Lois Lanes Fall wird rasch schneller. Die Anfangsgeschwindigkeit beträgt 9 Meter pro Sekunde. Superman saust runter, um sie zu retten, mit beiden Stahlarmen voraus. Miss Lane, deren Geschwindigkeit mittlerweile bei fast 200 Stundenkilometern liegt, schlägt auf sie auf und wird augenblicklich in 3 gleiche Teile zerschnitten. Es sei denn, Superman passt deine Geschwindigkeit an und verlangsamt ihren Fall. Wie soll er das machen? Dazu ist kein Platz da. Sie ist nur 1/2 Meter über dem Boden. Ja, und wenn er sie wirklich lieben würde, sollte er sie aufprallen lassen. Das wäre nämlich der weitaus gnädigere Tod. Also, entschuldige mal. Sheldon, deine ganze Argumentation basiert auf der alleinigen Annahme, dass Supermans Flug ein reiner Kraftakt ist. Was redest du da für einen Blödsinn? Es ist eindeutig definiert, dass Supermans Flug ein Kraftakt ist. Es ist die Erweiterung seiner Fähigkeit, hohe Sprünge zu machen, zu der er aufgrund der Energiebestrahlung durch die gelbe Sonne imstande ist. Ja, und erkennst du das Problem dabei? Wie fliegt er nach? Durch die Kombination der Sonnenreflexion des Mondes und der Energiespeicherkapazität der kryptonischen Hautzellen. Ich gehe dann jetzt abwaschen. Ich habe 2600 Comichefte im Regal und ich wette, du findest darin keinen einzigen Hinweis auf kryptonische Hautzellen. Die Wette nehme ich an. Wir sind ausgesperrt. Und das hübsche Mädchen ist auch gegangen. Okay. Die Wohnung ist im 3. Stock und der Fahrstuhl ist kaputt. Das heißt, sie müssen schon gehen. Okay, toll, danke. Dann bringen wir es eben selbst drauf. Ich denke nicht, dass das gehen wird. Wieso nicht? Na, wir haben keine Sackkarre, Traggurte ebenso wenig und kaum nachweisbare Kraft in unseren Oberarmen. Wir brauchen keine Kraft. Wir sind Physiker. Wir sind die intellektuellen Nachkommen des Archimedes. Gebt mir einen festen Punkt und ich werde die Erde aus den Angeln heben. Es ist bloß eine Frage des... Ich hab's nicht, ich kann's nicht halten, es rutscht! Archimedes wäre stolz auf dich. Hast du vielleicht eine Idee? Ja, aber dazu fehlen mir ein cooles Kostüm und Superkräfte. Vorsichtig, vorsichtig... Sehr gut. Damit haben wir schon mal eine schiefe Ebene. Die nun erforderliche Kraft reduziert sich je nach Winkelsinus der Treppe von etwa 30 Grad auf fast die Hälfte. Auf exakt die Hälfte. Auf exakt die Hälfte. Na los, wir schieben es hoch. Okay. Das Hochschieben ist einfach reine Mathematik. Hast du auch eine Formel für die Ecke? Was? Oh. Okay, ich verstehe. Ja, so geht's. Kein Problem. Komm rauf und hilf mir beim Ziehen und Drehen. Oh, Schwerkraft, welch herzloses Ding du bist. Du erhoffst dir doch wohl nicht etwa, durch unsere Mühen hier deine Chance zu erhöhen, mit dieser Frau zu einer sexuellen Vereinigung zu kommen. Männer erledigen auch Sachen für Frauen, ohne dass sie dafür Sex wollen. Ja, aber nur Männer, die gerade welchen hatten. Ich mache das, weil ich ein netter Nachbar bin. Und zumindest werden meine Chancen nicht geschmälert. Ja. Wir sind fast da. Es ist gleich geschafft. Wir sind fast da. Nein, sind wir nicht. Sind wir nicht. Vorsicht, deine Finger. Pass auf deine Finger auf. Ja. Verdammt, meine Finger. Geht's wieder? Nein, es tut... Oh, Geist des großen Cäsars, sieh dir diese Bude an. Na und? Penny ist ein bisschen unordentlich. Das nennst du ein bisschen? Der Mann, der komplexe Zahlen in der Physik errechnet, nennt das nur ein bisschen? Das ist das Chaos! Also, hör mal. Erkläre mir mal, was das für ein Ordnungssystem ist, wonach ein Besteckkasten auf die Couch gehört. Ich vermute mal, dass das eine Couch ist, obwohl alles darauf hindeutet, dass das der Veranstaltungsort eines Flohmarktes ist. Hast du je daran gedacht, dass nicht jeder das zwanghafte Bedürfnis verspürt, die ganze Welt zu ordnen, zu sortieren und aufzuräumen?
Nein. Aber es ist so. Auch wenn es dir schwerfällt, das zu glauben, die meisten Menschen sortieren ihre Frühstücksflocken nicht numerisch nach ihrem Ballaststoffgehalt. Entschuldige bitte, aber wir beide finden das gelegentlich sehr hilfreich. Komm jetzt, wir gehen. Sekunde noch. Was wird denn das? Ich räume auf. Sheldon, das ist nicht deine Wohnung. Nein, das ist niemandes Wohnung. Es ist ein wütend wirbelnder Strudel der Entropie. Aber als der Transvestit hier gewohnt hat, war dir der Zustand der Räume völlig egal. Weil seine Ordnung perfekt war. Wenn man seinen Kleiderschrank aufgemacht hat, ist alles streng sortiert gewesen. Hier die Abendkleider, da die Cocktailkleider und da seine Polizeiuniform. Was hast du in seinem Schrank gesucht? Ich habe mit ihm ein Kabel für seine Webcam verlegt. Hey, Jungs. Oh, hey, Penny. Wir haben das Paket draufgebracht. Jetzt gerade. Sehr schön. War es schwer, die Treppe hochzukriegen? Nein. Nein? Nein. Nein. So, wir verziehen uns dann wieder. Okay, gut. Und nochmals danke. Penny, ich finde, du solltest eins wissen, dass du nicht so leben musst. Ich bin für dich da. Was will er damit sagen? Das ist ein Witz. Verstehe ich nicht. Er hat ihn auch schlecht erzählt. Sheldon? Sheldon? Hallo? Mitten in der Nacht hier einbrechen und eine Aufräumaktion veranstalten. Es ging aber nicht anders. Ich konnte nicht schlafen, weil ich daran denken musste, dass neben meinem Schlafzimmer unser Wohnzimmer liegt. Und gleich hinter dem Wohnzimmer folgt der Hausflur. Und unmittelbar an den Hausflur angrenzend liegt das. Ist dir klar, dass es, wenn Penny aufwacht, keine vernünftige Erklärung gibt für den Grund unserer Anwesenheit hier? Ich hab dir gerade eine vernünftige Erklärung gegeben. Nein, nein, nein. Du hast mir nur eine Erklärung gegeben. Über deren Vernünftigkeit werden bald die Geschworenen vor einem Gericht entscheiden. Mach dich nicht lächerlich. Jeder Richter wird das verstehen. Sheldon, lass uns sofort hier verschwinden. Du musst hier drin mit einer tieferen Stimmlage sprechen. Was? Die Evolution machte die Frauen gegen hohe, schrille Töne empfindlich, damit sie leicht aus dem Schlaf gerissen werden, wenn ein Baby schreit. Wenn du sie also nicht aufwecken willst, sprich in einer tieferen Stimmlage. Das ist ja lächerlich. Nein. Das ist lächerlich. Na schön. Ich akzeptiere deinen Einwand, aber bitte lass uns gehen. Ich bin noch nicht fertig, erst dann gehe ich. Anstatt die Wand abzustützen, könntest du mich beim Aufräumen unterstützen. Ach, was soll's. Morgen. Morgen. Ich muss sagen, ich habe wunderbar geschlafen. Gut, zwar nicht sehr lange, dafür aber tief und fest. Das überrascht mich nicht. Zu den gut wirkenden Mitteln gegen Schlaflosigkeit zählt nächtlicher Einbruch in die Nachbarwohnung. War das Sarkasmus? Findest du? Ich gestehe, dass meine Methode vielleicht etwas unorthodox war, aber... Was letzten Endes zählt, ist die gewaltige Verbesserung von Pennys Lebensqualität. Genau, jetzt hast du mich überzeugt. Wollen wir nächste Nacht ihr Parkett bohnen? Ging mir das nicht etwas zu weit? Allerdings. Herrgott, noch eins, Sheldon. Muss ich jedes Mal mein Sarkasmusschild hochhalten, wenn ich mal den Mund aufmache? Du hast ein Sarkasmusschild? Nein, ich habe kein Sarkasmusschild. Willst du ein paar Frühstücksflocken? Ich fühle mich heute so gut, dass ich mir welche mit wenigen Ballaststoffen aussuche. Hallo, Honeypuffs. Verdammte Scheiße! Das kann doch nicht wahr sein! Penny ist wach. Ihr kranken
Woher weiß sie, dass wir es waren? Ich habe womöglich einen Vorschlag für ein Ordnungsschema für ihren Schlafzimmerschrank dagelassen. Leonard! Jetzt geht der Ärger los. Auf Wiedersehen, Honeypuffs. Hallo, prächtige Weizenkleie. Wart ihr beiden heute Nacht in meiner Wohnung, während ich geschlafen habe? Es war nur eine Reinigungsaktion. Es ging eher darum, Ordnung zu schaffen. Es war gar nicht so schmutzig. Gebt mir meinen Schlüssel zurück. Mir tut das wirklich sehr leid. Ach, könnt ihr euch vorstellen, wie beängstigend sowas ist? Ja, wir haben das letzte Nacht ausführlich diskutiert. Drüben in meiner Wohnung, während ich geschlafen habe? Und auch geschnarcht. Das ist vermutlich nur eine Nebenhöhleninfektion, aber möglicherweise auch eine Schlafapnoe. Geh am besten mal zum Otolaryngologen. Einem HNO-Arzt. Und was für ein Arzt operiert Schuhe aus Ärschen? Das kommt auf die Tiefe des Eindringens an. Ein Proktologe oder ein Allgemeinchirurg? Sarkasmus? Oh! Gott. Nein, warte, Penny, ich glaube, dein Ärger ist berechtigt und vielleicht könnten wir uns ein bisschen später, wenn du dich ein bisschen weniger, ich weiß gerade kein besseres Wort, vergewaltigt fühlst, am besten sprechen wir später darüber. Halt dich fern von mir! Ja, das würde auch gehen. Ach, Penny, Penny, warte noch einen Augenblick. Eins würde ich gern noch wissen, weil es, eine Diskussion gibt, wenn du weg bist. Gilt dein Widerwillen nur unserer nächtlichen Anwesenheit in deiner Wohnung, während du geschlafen hast? Oder erstreckt er sich ebenfalls auf die Einführung eines neuen Ordnungsparadigmas? Sie zeigt sich wirklich wenig aufgeschlossen. Du marschierst jetzt auf der Stelle darüber und entschuldigst dich bei ihr. Was war daran witzig? Ach, das war jetzt kein Sarkasmus? Nein! Oh Mann, du bist ja heute Morgen vollkommen durch den Wind. Ich habe einen Magister und zwei Doktortitel. Sowas habe ich gar nicht nötig. Was ist? Es tut mir aufrichtig leid, was vergangene Nacht passiert ist. Und ich übernehme die volle Verantwortung. Und es beeinträchtigt hoffentlich nicht deine Meinung über Leonard. Der nicht nur als Mensch ganz wunderbar ist, sondern, wie ich höre, auch ein zärtlicher und gründlicher Liebhaber. Ich habe getan, was ich konnte. Hey, Raj. Warte kurz. Ich weiß nicht, ob du gehört hast, was mit Leonard und Sheldon letzte Nacht war, aber ich bin echt sauer deswegen. Die beiden sind einfach in meine Wohnung eingedrungen, um dort Ordnung zu schaffen. Meine Güte, was sagt man denn dazu? Das ist doch abartig. So etwas sie steht aber sehr dicht vor mir. Oh Mann, aber sie duftet so gut. Was ist das? Vanille? Ich sag dir mal was. Wo ich herkomme, wird auf einen, der nachts in ein Haus eindringt, geschossen. Okay? Und ich rede nicht von Warnschüssen. Okay, meine Schwester hat auf ihren Mann geschossen, aber das war ein Unfall, sie hatten getrunken. Aber, warte, was wollte ich sagen? Aber sie redet so viel. Vielleicht haben meine Eltern recht. Mit einem indischen Mädchen wäre ich besser dran. Wir haben denselben kulturellen Hintergrund und meine Frau konnte den Kindern dieselben Wiegenlieder vorsingen wie meine Mutter mir. Sie sind zwar offensichtlich etwas neben der Spur, aber es geht mir im Moment auch nicht gerade besonders. Ich habe mit meinem Freund Schluss gemacht. Munna, munna, baba, soda mere baba. Ich meine, nur weil die meisten Männer, die ich kennengelernt habe, Idioten waren, müssen doch Leonard und Sheldon nicht auch gleich welche sein, oder? Sie hat mir eine Frage gestellt. Ich glaube, ich nicke mal. Genau das denke ich ja auch. Danke fürs Zuhören. Das hat gut getan. Oh, oh, dreh dein Becken weg. Wirf das Handtuch, Kumpel. Gegen mich bist du chancenlos. Schon gut, du hast gewonnen. Was hat er für ein Problem? Seine imaginäre Freundin hat mit ihm Schluss gemacht. Hab ich auch durch. Hallo. Entschuldigt die Verspätung, aber ich habe draußen noch Penny angequatscht. Echt wahr, du? Rajesh Kutrapali hat Penny angequatscht? Gut, ich war weniger der Redner als der Angeredete. Was hat sie gesagt? Ist sie noch böse auf mich? Naja, zuerst war sie ziemlich sauer, aber vermutlich, weil ihre Schwester auf jemanden geschossen hat. Dann
Danach sagte sie noch ein paar Worte wegen dir. Dann hat sie mich umarmt. Sie hat dich echt? Wie hat sie dich umarmt? Ist das ihr Parfum, das so riecht? Hinreißend, nicht wahr? Hi. Oh. Was ist denn los? Also Folgendes. Penny. So wie Oppenheimer schließlich seinen Beitrag zur ersten Atombombe bereut hat, so bereue ich meinen Anteil an einer Sache, die sich schon im Vorfeld als falsch erwiesen hatte. Kennzeichen großer Experimente war immer die Bereitschaft, auch Irrtümer einzugestehen. Ein paar dieser Irrtümer, wie die Entdeckung des Radiums durch Marie Curie, offenbarten später großes Potenzial, auch wenn sie zuvor qualvoll an einer Radiumvergiftung verstarben. Ein anderes Beispiel aus dem Bereich der Ebola-Forschung zeigt uns... Lennart? Ja? Ist schon vergessen. Sechs Fünferdübel? Hier. Ein Päckchen mit Fünfer Kreuzschlitzschrauben? Hier. Jungs, ich bin auf einer Farm aufgewachsen. Ich habe Traktormotoren zusammengebaut, als ich 12 war. Ich kann schon so ein einfaches schwedisches Mediaregal aufstellen. Oh, wir beide machen das schon. Das ist das Mindeste angesichts der Tatsache. Angesichts welcher Tatsache? Wie wunderbar es jetzt hier aussieht? Oh Mann, das habe ich befürchtet. Was denn? Diese Anleitung ist nur eine piktografische Darstellung der einfallslosesten Methode, diese Komponenten zusammenzusetzen. Deshalb hat Schweden auch kein Raumfahrtprogramm. Also, es hat im Laden ganz gut ausgesehen. Gut, das Design ist ineffizient. Zum Beispiel hat Penny einen Flachbildschirm. Daraus resultiert hier eine ziemliche Platzverschwendung. Platzieren wir die Stereoanlage dahinter. Und wie soll sie bedient werden? Mit einer Infrarotfernbedienung und einem Reflektor. Hier ist doch Pipifax. Gute Frage. Wie willst du sie kühlen? Hey! Ich weiß, wie es geht. Sekunde noch, Penny. Wie wär's mit Ventilatoren? Hier und hier. Auch nicht effizient, die summen viel zu laut. Nehmen wir einen Kühlflüssigkeitsverdampfer mit einer kleinen Aquariumpumpe hier. Das Kabel verläuft. Leute, das ist echt total simpel hier. Kleines, lass die Männer arbeiten. Also das Kabel verläuft hier entlang. Daneben ein kleines Wellblechmetall als Kühler. Ach wirklich? Und wo sollen Abtropfschale, Ablaufrinne und Überlaufreservoir hin? Wenn Wasser im Spiel ist, muss es gründlich geerdet werden. Ganz schön heiß hier drin. Ich denke, ich ziehe mir alle Sachen aus. Oh, ich wüsste was. Wir ersetzen die Paneele A, B und F und den Querträger A durch Flugzeugaluminium. Ach, genau, das macht es hitzesicher. Perfekt. Lennart besorgt mit Shelton 6 Quadratmeter Aluminium vom Schrottplatz. Ratsch, wir fahren in mein Labor und holen den Acetylen-Sauerstoffschneider. Treffen hier in einer Stunde? Ja, klar. Okay. Okay, hier sieht es viel besser aus. Ein paar wenige Meter und da wären wir, Gentlemen, die Tore von Elzebub. Oh, großer Gott. Keine Panik, darauf haben wir die letzten 97 Stunden hingearbeitet. Ganz cool, bleiben eine Horde bewaffneter Kobolde wartet auf der anderen Seite und bewacht das Schwert von Azeroth. Krieger, zieht eure Waffen. Hexenmeister, hebt eure Zauberstäbe. Barrettieren und laden. Ratsch, spreng die Tore. Sprenge die Tore. Control, Shift, B. Oh my.
mein Gott, verdammt viele Kobolde! Steht nicht herum, Slash und vor, Slash und vor! Nicht die Formation verlassen! Lennart, dir hängt einer im Nacken. Egal, ich habe einen Greifschwanz, ich will ihn einfach weg. Ich habe ihn, Lennart. Heute noch wurze ich mein Abendmahl mit Koboldblut. Ratsch, nein, das ist eine Falle, sie kommt von beiden Seiten! Er hat mich erwischt. Sheldon, er hat Ratsch, verwende deinen Schlafzauber. Sheldon! Sheldon, ich hab das Schwert von Azeroth! Vergiss das Schwert, Sheldon! Hilf Ratsch! Es gibt keinen Sheldon mehr! Ich bin der Schwertmeister! Lennart, sieh dich vor! Verdammt, Mann, wir verrecken hier! Zurück, ihr Bauern! Der Mistkerl hat sich wegteleportiert. Er verkauft das Schwert von Azeroth auf eBay. Du verrätst uns und bereicherst dich? Wer bist du? Ich bin ein schurkischer Nachtelf. Liest niemand von euch die Rollenbeschreibungen? Wartet, wartet. Jemand holt er sich per Sofortkauf. Ich bin der Schwertmeister! Ich bin ganz verschwitzt. Lockt sich einer bei Second Life ein und geht mit schwimmen? Ich hab mir da einen Pool gebaut. Nein, ich kann dich und deinen verräterischen Avatar nicht mehr sehen. Klingt nach der Heimkehr der Nachbarin. Entschuldigt mich. Vergiss nicht die Post, die du absichtlich aus Versehen mitgenommen hast, um sie ansprechen zu können. Oh, ja, 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 richtig. Ja. Die Schneckenpost stehlen ganz die alte Schule, das gefällt mir. Penny, der Briefträger hat's wieder geschafft. Oh, entschuldige. Hallo, Lennart, das ist Doug. Doug, das ist mein Nachbar Lennart. Was geht ab, Bruder? Nicht besonders viel. Bruder. Ist alles in Ordnung? Ja, nein, ich hatte schon wieder deine Post hier. Ach, danke, ich rede gleich mit dem Briefträger. Oh nein, ich glaube, das ist keine so gute Idee. Wir wissen doch schon seit längerem, dass viele Briefträger die Neigung haben, auszuflippen. Na gut, also dann vielen Dank. Kein Problem, bis dann. Oh, und Wiedersehen, Bruder. Ein Penny für deine Gedanken. Was hast du? Nichts, mir geht's gut. Penny geht's gut und dem Kerl, den sie küsst, geht's richtig gut. Küssen? Welche Art küssen? Wangen, Lippen, Keusch, Zunge? Was ist nur los mit dir? Ich bin eben Romantiker. Sag bloß nicht, deine hoffnungslose Vernarrtheit verwandelt sich gerade in sinnlose Eifersucht. Nein, ich bin nicht eifersüchtig. Ich mache mir nur Sorgen um sie. Ich fand's nicht gut, wie sie den Typen angesehen hat. Weil er besser aussieht als du. Ja. Er ist so eine Art Trauma. Wenigstens kommst du jetzt an die Daten der Blackbox ran, die du aus den Trümmern deiner abgestürzten Träume von einem Date mit ihr bergen konntest und kannst sie analysieren, bevor du wieder am Mount Loser zerschellst. Das sehe ich anders. Die Liebe ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Ein andauerndes Bemühen, das erst endet, wenn sie niedersinkt in deine Arme. Oder dir Pfefferspray in die Augen sprüht. Also ich bin fertig mit Penny. Ich werde mich künftig nur noch um Frauen bemühen, die zu mir passen. Das wäre? Keine Ahnung. Olivia Geiger? Die Ernährungsberaterin der Cafeteria, die auf einem Auge schielt und hinkt? Ja. Ich fürchte, dass du das knicken kannst. Aber mir ist aufgefallen, dass Leslie Winkle sich in letzter Zeit die Beine rasiert. Und da der Winter bevorsteht, kann das nur bedeuten, dass sie sexuelle Verfügbarkeit signalisiert. Lieber nicht, ihr arbeitet im selben Labor. Na und? Sowas ist immer gefährlich. Glaub mir, ich weiß das. Alles in Bezug auf die Rechtsprechung zur sexueller Belästigung habe ich mir autodidaktisch beibringen können. Weißt du, Howard, falls ich Leslie Winkle einladen sollte, dann nur zu einem Essen. Ich habe nicht vor, da aufzutauchen und von ihr zu verlangen, zu strippen und von mir zu tanzen. Oh, dann passiert ja auch nichts. Hallo, Leslie. Hi, Leonard. Leslie, ich hätte einen Vorschlag für ein Experiment. Schutzbrille, Leonard. Na klar. Leslie, ich möchte dir ein Experiment vorschlagen. Augenblick. Ich will herausfinden, wie lange ein 500 Kilowatt Sauerstoff-Ionen-Laser braucht, um eine Nudelsuppe zu erhitzen.
Schon versucht, knapp 2 Sekunden, 2,6 für Minestrone. Jedenfalls dachte ich viel mehr an ein biosoziales Experiment mit neurochemischer Überlagerung. Warte, willst du mich einladen? Ich würde es eher charakterisieren als eine Modifikation unseres Kollegen-Freundschaftsparadigmas, ergänzt um eine Tageslichtkomponente, aber wir wollen jetzt nicht über die Terminologie streiten. Was für ein Experiment schlägst du vor? Es existiert ein allgemein anerkanntes Modell in diesem Bereich. Ich würde dich abholen und in ein Restaurant führen. Im Anschluss sehen wir uns einen Film an, vermutlich eine romantische Komödie mit den herausragenden Darstellern Hugh Grant oder Sandra Bullock. Interessant. Und würdest du zustimmen, dass ich die Premiere-Methode, mit der wir den Erfolg der Verabredung bewerten, auf eine biochemische Reaktion während des Gute-Nacht-Kusses stützen würde? Herzrate, Pheromone etc., ja? Legen wir doch die Prämisse fest, dass das Date gut verlief und testen gleich die entscheidende Variable. Du meinst, wir küssen uns jetzt? Ja. Definierst du die Parameter des Kusses? Geschlossener Mund, aber romantisch. Minze? Danke. Soll ich von 3 an rückwärts zählen? Nein, ich finde, das sollte spontan sein. Was sagst du? Das verkürzte Experiment war dein Vorschlag, also stellst du deinen Befund zuerst vor. Einverstanden. Auf der Habenseite steht, dass es ein guter Kuss war. Ordentliche Technik, ohne überflüssige Spucke. Andererseits jedoch keine Erregung. Keine? Keine. Ah. Tja dann, danke für deine Hilfe. Ich danke dir. Wirklich gar keine? Sheldon, wenn du ein Roboter wärst und ich wüsste es, du jedoch nicht, würdest du wollen, dass ich es dir sage? Kommt darauf an. Wenn ich erfahre, dass ich ein Roboter bin, käme ich mit der Tatsache klar? Ich erweise, obwohl das in der Science-Fiction-Literatur ja nicht geschieht. Okay, dann muss ich fragen, wenn ich erfahre, dass ich ein Roboter bin, wäre meine Existenz Asimovs Robotergesetzen unterworfen? Du bist ihnen möglicherweise jetzt schon unterworfen. Könnte sein. Hast du je einem Menschen Schaden zugefügt oder ist jemand aufgrund deiner Untätigkeit umgekommen? Natürlich nicht. Hast du dir je selbst geschadet oder zugelassen, dass dir geschadet wird, es sei denn, ein Mensch wäre in Gefahr gewesen? Also, nein. Annahme bestätigt. Was ist denn hier los? Das Internet ist vor einer halben Stunde ausgefallen. Außerdem ist Sheldon vielleicht ein Roboter. Und, wie lief's mit Leslie? Naja, wir haben versucht, uns zu küssen, aber die Erde hat sich nicht bewegt. Zumindest nicht mehr als die 300 Kilometer, die sie in der Zeit sowieso zurückgelegt hat. Oh, diese Stimmung kenne ich bereits. Das werden wieder 2 Wochen mit Selbstmitleid und nervtötenden Schmalzsongs und Anruf mich soll mitkommen, mir im Tierladen Katzen ansehen. Ich fürchte, das ertrage ich nicht. Dann begib dich in den Ruhemodus. Tja, wie sonst auch hat Wolowitz die Lösung. Ich habe da zufällig einen Laden gefunden, in dem es zahlreiche in Frage kommende Frauen gibt und sich Lennart eine aussuchen kann. Bewegen Sie locker die Hüften, die Schultern werden gerade gehalten und schwingen Sie rhythmisch. Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben. Ich denke, Mrs. Tischmann ist scharf auf dich. Ich habe das Vergnügen schon mal gehabt. She said, you don't know me, you don't even care. Oh yeah. Oh, all ihr Götter. She said, you don't know me, you don't wear my chains. Oh yeah. Wow, ist das ein guter Song. Auf einer Begleit-CD für einen Doppel-Selbstmord? Oh, ich hoffe bloß, dieser Kratzbaum ist für dich.
Ich weiß, was du denkst, aber dein Asthma habe ich nicht vergessen. Es gibt einen Katzengenetiker in San Diego, der hat ganz süße hypoallergene Schildpattkatzen gezüchtet. Leonard, hör mir mal zu. Ich denke schon über einen Namen nach und schwanke noch zwischen Einstein, Newton und Sergeant Fellstiefelchen. Denkst du ernsthaft, dein Bedürfnis nach einer Beziehung findet Befriedigung durch eine genveränderte Katze? Wäre möglich, wenn es eine süße kleine Kuschelkatze ist. Ach, ich bitte dich, Leonard. Das ist doch offensichtlich wegen Penny. Das ist vorbei. Die Frau ist nicht interessiert an mir und hat mich glatt zurückgewiesen. Also gut, hör mal. Ich schätze die Wahrscheinlichkeit, dass du je eine sexuelle Beziehung mit Penny hast, genauso hoch ein, als würde das Hubble-Teleskop im Zentrum eines schwarzen Loches ein kleines Männchen entdecken, das mit einer Taschenlampe nach einer durchgebrannten Sicherung sucht. Nichtsdestoweniger sehe ich mich in der Pflicht, dich darauf hinzuweisen, dass sie dich nicht zurückgewiesen hat. Du hattest gar kein Date mit ihr. Du hast recht. Wir hatten gar kein Date, ich sollte sie einladen. Nein, das habe ich nicht damit sagen wollen. Sondern vielmehr, dass du dir keine Katze kaufen sollst. Nein, aber du hast recht. Ich gehe mal gleich zu ihr und lade sie ein. Oh, sehr schön, wir kriegen eine Katze. Nein, doch. Oh, hey, Lena. Guten Tag, Penny. Also, hi, hey. Ich wollte fragen, ob du schon was zum Dinner vorhast. Heute Abend oder wann? Es steckt eine inhärente Doppeldeutigkeit in dem Wort Dinner. Wir verwenden es für die größte Mahlzeit des Tages, egal wann wir diese einnehmen. Also, um es klarzustellen, mit Dinner meine ich Abendessen. Abendessen? Oder Dinner. Ich dachte an 18.30 Uhr, wenn es ginge. Wäre das möglich? 18.30 Uhr wäre gut. Echt? Toll. Ja, ich häng gern mit euch Jungs rum. Mit uns Jungs? Mit euch, Sheldon, Howard, Raj. Wer kommt sonst noch? Sie werden vermutlich alle da sein. Oder auch bloß eine Teilmenge von ihnen wird dabei sein. Algebraisch betrachtet liegen da zu viele Unbekannte vor. Zum Beispiel hat Sheldon heute schon im Quizno gegessen. Manchmal wird er davon schon satt und manchmal nicht. Das liegt nicht am Quizno, die servieren eine abwechslungsreiche Kost. Okay, wird sicher ein lustiger Abend. Schön. Hatten wir eine Zeit ausgemacht? 18.30 Uhr. Und das passt dir auch wirklich? Geht klar. Denn es ist nicht in Stein gemeißelt. Doch, die Zeit ist okay. Dann hole ich meinen Meißel. Wieso? Ist in Stein, also bis 18.30 Uhr. Wie sehe ich aus? Kannst du das ein bisschen spezifizieren? Erkennt man, dass ich ein wenig schwitze? Nein. Die dunklen, halbmondförmigen Muster unter deinen Armen verdecken das ganz gut. Um wie viel Uhr war dein Date? 6:30. Bestens, dann hast du noch 2 Stunden, 15 Minuten Zeit und die dichte Molekularwolke deines Aftershaves kann sich verflüchtigen. Ist das zu viel? Nicht für ein ganzes Rugby-Team. Übrigens, falls es hier zur Sprache kommt, du gehst nicht mit uns, weil du heute Mittag schon Chicken Carbonara im Quizno hattest. Wieso sollte ich mitgehen? Ach, nur so. Weißt du was, das Ganze ist vielleicht doch keine so gute Idee. Oh, doch. Es könnte sich die Möglichkeit ergeben, dass durch Alkohol und ein schwaches Urteilsvermögen ihrerseits ein romantischer Abend dabei rausspringt. Du hast recht, Alkohol, schwaches Urteilsvermögen könnte gehen. Allerdings wäre die andere Möglichkeit, dass dieser Tag ziemlich unangenehme 6 Monate nach sich zieht, in denen ihr euch aus dem Weg geht, bis einer von euch aufgibt und in einen anderen Bundesstaat zieht. Du hättest auf die zweite Möglichkeit verzichten können. Hätte ich es gekonnt, hätte ich es getan. Hör mal, ich bin doch ein ziemlich netter Kerl. Ich sehe keinen Grund, warum wir nicht nett in ein Restaurant essen gehen können. Und vielleicht anschließend spazieren gehen und über Dinge reden, die wir beide gut finden. Ja, so wie, du magst Töpferwaren? Ja, ich liebe Töpferwaren. Dann kommt eine Pause und wir beide wissen, was passieren wird. Wir fangen an, uns zu küssen. Zögern zuerst, doch dann wird mir klar. Sie erwidert meinen Kuss und beißt mir in die Unterlippe. Ja, weil sie mich will. Gleich ist es soweit und wir haben Sex. Oh Gott, oh mein Gott. Hat der Sex schon angefangen? Ich habe eine Panikattacke. Oh, okay, ja, dann beruhige dich.
Wenn ich mich beruhigen könnte, hätte ich keine Panikattacke. Deswegen heißt das Panikattacke. Schon gut, verstehe. Also dann setz dich erstmal hin. Setz, ja? Setz dich hin und schließ deine Augen. Wieso? Tu's einfach. Okay. So, verstärke nun deine Alphawellenaktivität. Was? Das ist eine Biofeedback-Technik. Entspannung durch Gehirnstrommanipulation. Ich habe eine Abhandlung im Journal der Neurowissenschaft gelesen. Etwas oberflächlich zwar, aber im Grunde stichhaltig. Ich glaube, ich habe sie noch irgendwo. Was mache ich hier eigentlich? Ich schaffe das nicht. Du musst sie anrufen und absagen. Ich soll... Warum ich? Ja. Und was soll ich ihr sagen? Keine Ahnung. Sag ihr, ich bin krank. Okay. Nur keine Erkrankung, bei der sie gleich rüberkommt und mich pflegen will. Aber auch nicht so heikel, dass es ihr künftig unangenehm ist, mit mir auszugehen, falls ich es doch noch mal versuche. Alles klar. Also keine Geschlechtskrankheit. Ich sag ihr, du hättest eine routinemäßige Darmspiegelung und bist noch nicht wieder auf den Beinen. Gib mir das Telefon. Aber ich denke, du willst ja absagen. Das kann ich nicht. Wenn ich absage, erwartet sie, dass du hingehst. Und warum erwartet sie dann mich? Stell doch nicht dauernd so viele Fragen. Ich muss noch mal duschen gehen. Und die anderen treffen sich hier mit uns. Oh ja, nein. Leider müssen Howard und Raj arbeiten und Sheldon hatte eine kleine Darmspiegelung und ist noch nicht wieder auf den Beinen. Ah, mein Onkel hatte auch gerade eine Darmspiegelung. Das ist ja ein Ding, dann hätten wir zwei ja tatsächlich etwas gemeinsam. Wieso das? Wir haben beide in unserem Umkreis Leute, die vorhaben, keine Darmpolypen aufkommen zu lassen. Und was gibt es Neues in der Welt der Physik? Gar nichts. Wirklich? Gar nichts? Naja, mit Ausnahme der Stringtheorie seit den 1930er Jahren. Und man kann die Stringtheorie nicht beweisen. Ja, bestenfalls heißt es, hey, seht nur, meine Theorie hat eine innere logische Konsistenz. Aha. Es kommen auch wieder bessere Zeiten. Was gibt's Neues in der Cheesecake Factory? Ach, nicht besonders viel. Oh, wir haben einen Schokoladenlimettenkuchen, der sich ziemlich gut verkauft. Gut. Gut. Und was ist mit deinem Freund vom Flur? Doug? Ah, oh ja, ich weiß auch nicht. Der ist zwar nett und witzig, aber... Haben Sie schon einen Getränkewunsch? Nein! Du hast gesagt, aber... Ich würde gern was trinken. Sag erst dieses Aber wegen Duck, dann werde ich was bestellen. Okay, weißt du, das alles liegt nur an mir. Ja, an mir nagt noch die Trennung von Kurt. Und die Sache mit Duck wäre nur Sex, um mich zu trösten. Ach, erzähl mir bloß nichts von Sex zum Trösten. Tja, das ist so meine Macke. Ich mache Schluss, sehe irgendeinen süßen Kerl und dann werden es nur 36 bedeutungslose Stunden mit, du weißt ja. Ich bin mir da nicht sicher. Ist das ein 36 Stunden dauerndes Erlebnis oder verteilen sich diese 36 Stunden über den ganzen herrlichen Sommer? Nein, meistens nur über ein Wochenende und glaub mir, du fühlst dich danach gar nicht gut. Irgendwie wund, oder? Emotional. Natürlich, ja. Emotional verwundet. Ja. Hey, willst du mal was Cooles sehen? Ich bekomme diese Olive in dieses Glas rein, ohne sie anzufassen. Wie? Physikalisch. Wow. Zentrifugalkraft. Eigentlich ist es Zentripetalkraft. Eine nach innen gerichtete Kraft erzeugt vom Glas, die auf die Olive wirkt. Oh, Augenblicke. Und wenn du jetzt auf die Olive beißen würdest, wärst du sozusagen ein nicht-inertiales Bezugssystem und das wird... Hast du dir was getan? Nein, ich habe mir nichts getan. Hast du Ketchup verschüttet? Nein. Dann habe ich mir was getan. Und du willst ganz sicher nicht in die Notaufnahme? Nein, nein, ich hab nicht. Es blutet auch nicht mehr. Allerdings hast du dich übergeben. Ist das nicht ein Zeichen für eine Gehirnerschütterung? Ja, aber es wird mir auch immer im Auto schlecht. Ah. Also. Okay. Und nochmals Entschuldigung wegen deinem Wagen. Oh nein, schon gut. Das meiste flog ja zum Fenster raus. Der arme Kerl auf dem Fahrrad. Ja. Es war ein netter Abend. Ja, finde ich auch. Dann, gute Nacht.
Gute Nacht. Leonard. Ja? War das heute Abend ein Date? Das? Nein. Nein, natürlich nicht. Das waren nur wir beide, die mit ein paar Leuten essen waren, die nicht gekommen sind, wegen der Arbeit und einer Darmspiegelung. Okay, ich wollte nur nachfragen. Wenn ich eine Frau zu einem Date einlade, und das kommt vor, dann weiß sie auch, dass es ein Date war. Mit einem großen D. Fett gedruckt und unterstrichen. Ein Date. Ja. Ich fürchte, ich habe doch eine leichte Gehirnerschütterung. Ich leg mich schnell hin. Gute Nacht. Und? Wie war dein Date? Wahnsinn. 1-0 für Alkohol und schwaches Urteilsvermögen. Heute habe ich mal wieder über Zeitreisen nachgedacht. Weil du mit der Unsichtbarkeit nicht mehr weiterkommst? Das Projekt braucht mal eine Pause. Jedenfalls kam mir ein Gedanke. Wenn ich hier eine Zeitmaschine entwickeln sollte, reise ich zu mir in die Vergangenheit und schenke sie mir. So eliminiere ich die Notwendigkeit, sie erst erfinden zu müssen. Interessant. Dadurch stehe ich nicht mehr so unter Druck. Das hört sich nach einem Durchbruch an. Ruf doch das Science Magazine an, sie sollen dir das Cover frei halten. Es geht um Zeitreisen, das werde ich längst getan haben. Dann ist wohl eine Gratulation angesagt. Nein, die Gratulation wird angesagt gewesen sein. Ich glaube nicht, dass ich mich auf der Party amüsieren werde. Ich weiß, ich kenne dich doch. Bei der letzten Erteilungsfeier hat mich Professor Finkelday 45 Minuten lang mit seiner Hobbyhöhlenforschung zugetextet. Ja, ich war auch da. Weißt du, was so interessant an Höhlen ist, Leonard? Was? Gar nichts. Dann gehen wir Finkelday aus dem Weg, begrüßen den neuen Direktor, schütteln ihm die Hand und verschwinden. Was hältst du von... Es freut mich, Sie kennenzulernen, Dr. Gäbelhauser. Welch ein Glück für Sie, dass die Universität Sie eingestellt hat, obwohl Sie seit 25 Jahren keine bedeutenden Forschungsergebnisse vorlegen konnten und stattdessen eine Bücherreihe verfasst haben, die das großartige Konzept der Wissenschaft auf eine Reihe von Anekdoten reduziert, wovon jede so versimpelt ist, dass man sie verdaut hat, bevor man einen Stuhlgang beenden kann. Mahalo. Eine Begrüßung auf Hawaiianisch finde ich nett. Hast du gewusst, dass die hawaiianische Sprache nur 8 Konsonanten hat? Interessant. Belassen wir es dabei. Oh Gott, was für ein Buffet. Ich liebe Amerika. Gibt es keine Buffets in Indien? Doch, aber das ist nur indisches Essen. Du findest beim besten Willen keine Bagel in Mumbai. Schmier mir einen. Na, das ist ja ein völlig unerwartetes Ereignis. Was denn? Howard kommt mit einer Frau? Eine plausible Erklärung wäre, dass er mit seinen humanoiden Robotern einen erstaunlichen Fortschritt gemacht hat. Hey, was geht ab, ihr Wissenschaftssklaven? Darf ich euch meine besondere Freundin vorstellen, Summer? Howard, ich sagte, anfassen kostet extra. Da kommt unser neuer Boss. Bitte sei höflich. Oh. Guten Abend. Eric Gäbelhauser. Howard Wolowitz. Howard, ist mir ein Vergnügen. Und Sie sind? Ein richtiger, echter Wissenschaftler, Sir. Wie war das? Das ist unglaublich. Er hat mich gefeuert. Du hast ihn ja auch als besseren Highschool-Lehrer bezeichnet, dessen letztes erfolgreiches Experiment das Anzünden seiner Fürze war. Ich hatte dem aber die Höflichkeitsfloskel bei allem Respekt vorangestellt. Morgen. Morgen. Du machst Eier zum Frühstück? Das ist kein Frühstück, sondern ein Experiment. Ah.
Weil es sieht ein bisschen nach Frühstück aus. Ich habe endlich Zeit zur Überprüfung meiner Hypothese über die Trennung der Wassermoleküle von den Eiproteinen und deren Einfluss auf den Geschmack. Könnte schmecken. Ich freue mich schon auf deine Versuche mit Speck. Und ich erst? Also, ich bin mir sicher, wenn du dich bei Gabelhauser entschuldigst, gibt er dir deinen Job zurück. Ich will nicht meinen Job zurück. Ich habe die vergangenen 3,5 Jahre nur da gesessen und Schreibtafeln voller Gleichungen angestarrt. Davor habe ich 4 Jahre an meinen Dissertationen gearbeitet. Davor war ich am College und davor war ich in der 5. Klasse. Das ist mein erster freier Tag seit Jahrzehnten und ich möchte ihn ausgiebig genießen. Okay. Ich lass dich dann mit deinen Eiern wieder allein. Es geht mir nicht nur um meine Eier, sondern um die Eier von allen. Und unser aller Eier danken dir. Verwende frische Eier. Hi, ich fahr mal zum Supermarkt. Braucht ihr vielleicht irgendwas? Oh, das ist also einer dieser Umstände, der von Leuten, die nicht bezahlen, vertraut sind, als Zufall bezeichnet wird. Bitte was? Ich brauche Eier. 4 Dutzend müssten ausreichen. 4 Dutzend? Ja, und zwar gleichmäßig aufgeteilt auf braune, weiße, Freiland, große, extra große und Jumbo. Nochmal langsam. Schon gut, du schaffst das sowieso nicht. Mit dir. Oh yeah. Warum musst du heute nicht arbeiten? Ich habe mich freistellen lassen, weil ich keinen Kotau von mittelmäßigen Geistern mache. Du wurdest gefeuert, hä? Theoretische Physiker werden nicht gefeuert. Aber ja. Vielleicht war es ja besser so. Ich sage immer, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere für dich auf. Nein, das geht nicht. Es sei denn, beide Türen sind verbunden durch ein Relais oder Bewegungssensoren sind im Spiel. Nein, nein, oder wenn das Schließen der ersten Tür eine Luftdruckveränderung bewirkt, die zweite Tür öffnet. Von mir aus. Nicht so schnell. Langsam. Fahr doch nicht so schnell. Ich fahr genau richtig. Aber du lässt nicht genügend Abstand zu dem vorderen Wagen. Oh doch, das mach ich. Nein, nein, darf ich dir das mal vorrechnen? Dieser Wagen wiegt, sagen wir mal, 1500 Kilo. Nun addiere 70 für mich und 60 für dich. Was, 60 Kilo? Oh, tut mir leid, war das für dich beleidigend? Ist dein Selbstwertgefühl an deinen Body Mass Index gebunden? Was? Ja. Interessant. Jedenfalls, das ergibt nun ein Gesamtgewicht von 1630 Kilo. Sagen wir 1625. Schön. Wir bewegen uns vorwärts mit, großer Gott, 51 Kilometern pro Stunde. Nehmen wir mal an, deine Bremsen sind neu und die Bremssättel richtig eingestellt. Aber selbst im Fall einer Vollbremsung würden wir erst dort zum Stillstand kommen, wo sich jetzt der Wagen vor uns befindet. Ein unmöglicher Umstand, den die Natur sofort auflösen würde durch Tod, Verstümmelung oder, oh, sieh nur, die bauen einen neuen Minigolfplatz. Das ist großartig. Sieh mich nur an. Ich bin in der realen Welt der einfachen Menschen, die ihr gewöhnliches, farbloses und alltägliches Leben führen. Danke sehr. Nein, ich danke dir. Und ich danke Ihnen, einfache Frau. Hey, willst du etwas Interessantes über Tomaten hören? Nein, nein, eigentlich nicht. Ach, hast du nicht gesagt, du wolltest ein paar Eier kaufen? Ja, aber jeder, der etwas von der Dynamik des Bakterienwachstums versteht, weiß, dass er seine gekühlten Lebensmittel erst auf dem Weg zur Kasse holt. Oh, okay. Am besten solltest du dann schon mal rausgehen. Nein, ich find's lustig. Okay. Oh, die Sache mit den Tomaten, und es wird dich sicher amüsieren, ist, sie werden zwar beim Gemüse einsortiert, aber sie zählen eigentlich zum Obst. Hm, interessant. Ja, nicht wahr? Nein, ich meine, was du so alles amüsant findest. Oh, Mann. Was denn jetzt? Naja, es liegt ein gewisser Wert in der Einnahme von Multivitaminpillen, aber der Körper nimmt nur eine bestimmte Menge auf. Was aber du hier kaufst, sind nur Zutaten für einen ziemlich teuren Urin. Ja, aber vielleicht kommt es mir genau darauf an. Na, in dem Fall hole ich dir Mangan. Das hat Spaß gemacht. Meinst du, wir könnten morgen in so ein großes Warenhaus gehen? Oh, ich weiß nicht, Sheldon. Ich müsste mich ein bisschen von all dem Spaß, den ich heute hatte, erholen. Wirklich nicht?
Es hätte Vorteile, einiges in Großpackungen zu kaufen. Zum Beispiel hast du heute bei den Tampons nur deinen Bedarf für einen Monat erworben. Was? Naja, denk doch mal nach. Es ist ein Produkt, das nicht verderben kann und du noch wenigstens 30 Jahre lang brauchen wirst. Du meinst, ich soll mir einen 30-Jahres-Vorrat an Tampons kaufen? Naja, 30, 35, wann kam deine Mutter in die Menopause? Das reicht. Darüber unterhalte ich mich nicht mit dir. Oh, Penny, das ist ein natürlicher menschlicher Vorgang und es geht um statistisch signifikante Einsparungen. Also gehen wir mal von 15 Tampons pro Regel aus in einem 28-Tage-Zyklus. Kommt deine regelmäßig? Okay, nicht ins Warenhaus, aber es bleibt auch beim Minigolf, oder? Hey, ich habe gerade Penny getroffen. Sie war wegen irgendwas aufgebracht. Sie hat wohl ihre Tage bekommen. Steht in unserem Kalender, dann wissen wir künftig Bescheid. Wozu die Fische? Das ist ein Experiment. Was ist mit deiner Rührei-Forschung passiert? Ach, das war eine Sackgasse. An Rühreiern lässt sich im Prinzip nichts mehr verbessern. Und die Fische? Es gibt einen Artikel über japanische Wissenschaftler, die DNA von Leuchtquallen in andere Lebewesen übertragen haben. Und da dachte ich, hey, Fische als Nachtleuchten. Fische als Nachtleuchten. Das ist eine Milliarden-Dollar-Idee. Bin stumm wie ein Fisch. Sheldon, willst du dich wirklich nicht bei Gablehouse entschuldigen, damit du deinen Job zurückkriegst? Oh, nein, 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 dafür habe ich viel zu viel zu tun. So wie mit Laternenfischen. Entschuldige ich. Und das ist erst der Anfang. Ich habe auch eine Idee für einen Lebensvorratversand für Frauenhygieneprodukte. Und für Tampons, die im Dunkeln leuchten. Lennart, wir werden unverschämt reich. Danke, dass Sie so kurzfristig kommen konnten. Gut, dass Sie angerufen haben. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Er verzettelt sich immer mehr. Jeden Tag hat er eine neue fixe Idee. Das ist eine besonders furchterregende, wie ich meine. Mami? Hey, Baby. Du hast meine Mutter angerufen. Oh, wie ich sehe, hast du dir einen Webstuhl angeschafft. Wie schön. Danke sehr. Schatz, wieso hast du einen Webstuhl? Ich habe die Entwicklung der Webspinnen erforscht und da dachte ich, hey, weben. Mom, was willst du eigentlich hier? Lennart hat mich angerufen. Ich weiß, aber wieso? Weil einer der größten Köpfe des 21. Jahrhunderts Fische züchtet, die im Dunkeln leuchten sollen und am Webstuhl Sarapes herstellt. Das ist kein Sarape, das ist ein Poncho. Ein Sarape ist an den Seiten offen, ein Poncho geschlossen, das ist ein Poncho. Und kein Grund loszuziehen und jemandes Mutter zu holen. Wirklich? Du verlässt ja nicht einmal mehr das Haus. Ich war mit Penny im Supermarkt. Das war schon vor 3 Wochen. Na, dann mach dich auf was gefasst. In den nächsten 4 bis 8 Tagen wird sie sehr stark reizbar sein. Schätzchen, dein kleiner Freund macht sich große Sorgen um dich. Ja, aber ich bin kein Kind. Ich bin ein erwachsener Mann und ich kann mein Leben führen, wie ich es für angebracht halte. Und ich kann gut auf einen Freund verzichten, der mich an meine Mutter verpetzt. Wo gehst du denn hin? In mein Zimmer, wo niemand sonst rein darf. Das Temperament hat er von seinem Daddy. Aha. Von mir hat er die Augen. Ich verstehe. Und dieses wissenschaftliche Zeug, das kommt von Jesus. Sheldon, deine Mom hat gekocht. Ich habe keinen Hunger. Ach, Lennart, bemühen Sie sich nicht. Er ist ein Dickkopf. Er könnte bis zum jüngsten Tag da dran bleiben. Wäre das denn so furchtbar? Ehrlich, ich liebe den Jungen abgöttisch, aber er ist schon so schwierig, seit er im Supermarkt aus mir rausgeplumpst ist. Verzeihen Sie mir den Wagemut, aber ich erkenne jetzt, woher Sheldon sein blendendes Aussehen hat. Jungchen, das zieht nicht bei mir, aber versuchen Sie es ruhig weiter. Ich habe Hühnchen gemacht. Ich hoffe, das ist keins der Lebewesen, das Sie in Ihrem Glauben für magisch halten. Wissen Sie,
wir haben einen indischen Gentleman in unserer Kirche, Dr. Patel. Eine berührende Geschichte. Der Herr hat zu ihm gesprochen und nun gibt er uns allen 20% Rabatt aufs Augenlasern, zumindest denen, die es nötig haben. Das ist eine wunderbare Geschichte. Werden wir irgendwas unternehmen wegen Schaden? Oh ja, natürlich. Allerdings sollten wir uns dabei Zeit lassen. Sein Vater, Gott hab ihn selig, sagte immer, Mary, lass dir nur viel Zeit bei Sheldon. Er war sicher ein weiser Mann. Nein, so weise war er auch nicht. Er kämpfte ausgerechnet mit einem Puma um ein Stück Lakritz. So, dann bitte greift euch jeder einen Teller und eins der hübschen Platzdeckchen, die Shelly gewebt hat. Ist Shelly früher auch schon so ausgeflippt, oder? Oh ja, immerzu. Ich erinnere mich genau an den Sommer, als er 13 war. Er baute da einen kleinen Kernreaktor in unserem Schuppen und erzählte überall herum, er würde die Stadt kostenlos mit Strom versorgen. Das einzige Problem war nur, er hatte nicht das kleinste Stückchen spaltbares Material. Als er daraufhin versuchte, sich im Internet welches zu besorgen, kam ein Mann vom Geheimdienst vorbei, setzte sich mit ihm hin und erklärte ganz ruhig, dass es gegen das Gesetz verstößt, angereichertes Uran im Schuppen aufzubewahren. Was passierte dann? Der Arm ist ausgerüstet. Er schloss sich in seinem Zimmer ein und baute einen akustischen Todesstrahl. Ein Todesstrahl? So hat er es genannt, doch es half ihm nicht mal gegen die Nachbarkinder. Aber unser Hund ist beinahe durchgedreht. Also Sie beide geben wirklich ein nettes Paar ab. Nein. Nein, wir sind gar kein Paar, wir sind Single. Ja, Single, wie diese getrennt verpackten Käsescheiben, die... Wir sind Freunde. Hab ich da einen Nerv getroffen? Oh ja. Okay. Also, meine Freunde, jetzt wird aber gegessen. Oh Herr, wir danken dir für dieses Mahl und alles, was du uns beschert hast. Und wir beten darum, dass du Sheldon wieder auf seinen Weg führst. So, nach einem Moment der stillen Meditation komme ich zum Ende mit in Jesus Namen. Aber Sie brauchen sich nicht verpflichtet zu fühlen, einzustellen. Es sei denn natürlich, der Heilige Geist kommt über Sie. Oh mein Gott, das ist der beste Fruchtauflauf, den ich je hatte. Und das ist Sheldons Lieblingsnachtisch. Wissen Sie, was die Geheimzutat sein könnte? Liebe? Schweineschmalz. Hey, seht mal, wer da... Sie verängstigen ihn. Er ist wie ein scheues Reh. Lassen Sie ihn von selber kommen. Lächerlich. Verdammt, Sheldon, reiß dich mal zusammen. Du bist Physiker, du gehörst an die Universität und nicht eingeigelt in dein Zimmer. Sie gehen nicht auf die Jagd, hm? Guten Morgen, Zuckerschneckchen. Morgen. Oh, das sieht ja kompliziert aus. Was ist das? Das ist meine Vorstellung von einem DNA-Strang in einer siliziumbasierten Lebensform. Nach dem intelligenten Design eines übergeordneten Schöpfers, richtig? Was willst du, Mom? Wie du weißt, pflegte dein Daddy zu sagen, du kannst den Fisch nicht ewig mit der Rute angeln. Irgendwann musst du eine Stange Dynamit ins Wasser werfen. Ja? Und ich habe das Angeln jetzt satt. Du wirst das jetzt anziehen. Wozu denn? Weil du jetzt in dein Institut marschierst, dort entschuldigst du dich bei deinem Boss und kriegst deinen Job zurück. Nein! Bitte? Hab ich den Satz mit den Worten angefangen, wenn es euch beliebt, eure Hoheit? Warum soll ich mich entschuldigen? Ich habe nichts gesagt, was nicht wahr ist. Jetzt hör mal gut zu. Ich sage dir nun schon seit deinem vierten Lebensjahr, dass es okay ist, wenn man intelligenter als seine Mitmenschen ist. Nur sollst du es ihnen nicht immer vorhalten. Wieso nicht? Weil niemand sowas hören will. Erinnerst du dich nicht an die Prügel von den Nachbarkindern? So, keine Widerrede mehr. Dusche, anziehen, Schuhe und wenn's geht, mit Tempo. Das mit dem Prügeln wäre nicht geschehen, wenn der blöde Todesstrahl funktioniert hätte. Problem gelöst. Wirklich? Das ist beeindruckend. Lennart, der Herr mutet uns nie mehr zu, als wir ertragen können. Und zu meinem Glück hat er mich mit zwei anderen Kindern gesegnet, die strohdumm sind. Verzeihen Sie bitte, Dr. Gäbelhauser, hätten Sie kurz Zeit? Nein, ehrlich gesagt... Trödel doch nicht immer hinterher, komm rein.
Dr. Gabelhauser? Dr. Cooper? Los, Baby, wir essen zeitig. Wie Sie wissen, hatten wir vor wenigen Wochen während unserer ersten Begegnung möglicherweise einen schlechten Start, als ich Sie einen Idioten nannte. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass es falsch von mir war, Sie darauf hinzuweisen. Bitte verzeihen Sie, wir wurden uns noch nicht vorgestellt. Dr. Eric Gabelhauser. Mary Cooper, Sheldons Mom. Nein, das kann unmöglich sein. Da müssen Sie noch ein Teenager gewesen sein. Oh, wie nett von Ihnen. Sein Vater ist tot. Kürzlich erst? Lang genug. Bitte, setzen Sie sich. Sheldon, müssten Sie nicht arbeiten? Doch schon. Hey, wie ist das gelaufen? Ich habe meinen Job zurück. So schnell, wie ist das passiert? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das gehört zu dem Bereich der menschlichen Erfahrung, der sich mir immer entzogen hat. Na, das engt die Sache schon ein. Ich bin sehr stolz auf dich, Schatz. Du hast heute großen Mut bewiesen. Danke, Mom. Mom? Mhm? Wird Dr. Gabelhauser bald mein neuer Daddy? Wir werden sehen. Schlaf gut. Also gut, ich verlege meine Infanteriedivision, verstärkt von einem Bataillon Orks aus dem Herrn der Ringe. Wir fallen den Tennessee-Freiwilligen in die Flanke und wieder einmal gewinnt der Norden die Schlacht von Gettysburg. Nicht so schnell, vergiss nicht, der Süden hat noch zwei Infanteriedivisionen mit Superman und Godzilla. Nein, 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 die Orks sind Magier und Superman ist machtlos gegen ihre Kräfte. Nicht zu vergessen, dass ihr Godzilla schon verloren habt durch die Illinois-Kavallerie und Hulk. Wieso lässt du nicht Robert E. Lee angreifen? Unterstützt von Shiva und Ganesha. Wisst ihr schon, was ihr wollt? Jetzt nicht, Kleines. Shiva und Ganesha? Die Hindu-Götter gegen die ganze Unionsarmee? Und die Orks. Ich komm noch mal. Entschuldige mal. Ganesha ist der Beseitiger der Hindernisse und Shiva der Zerstörer. Wenn der Pulverdampf weg ist, spricht Abraham Lincoln Hindi und trinkt mit Julep. So, mein Boss sagt, entweder ihr bestellt was oder ihr verschwindet für immer. Was empfiehlst du jemandem, der sich Appetit geholt hat beim morgendlichen Krafttraining und herzstärkendem Aerobic? Eine Dusche. Ich nehme die Gemüseplatte. Sehr gut, danke. Und Sheldon? Ich esse hier nichts. Ich weiß nicht, was hier gut ist. Na, hier ist alles gut. Statistisch gesehen unwahrscheinlich. Nimm einfach den Hamburger. Du isst gern Hamburger. Ich esse Hamburger gern da, wo wir sonst Hamburger essen. Du kannst nicht voraussetzen, dass ich Hamburger hier gern esse. Tut mir leid. Bring ihm einen Hamburger. Gut, und welchen? Classic Burger, den Ranch House Burger oder den Barbecue Burger? Können wir nicht einfach ins Big Boy gehen? Die haben nur einen Burger, den Big Boy. Der Barbecue-Burger ist wieder Big Boy. Wieso sollte ich mich in einer Welt, in der der Big Boy bereits existiert, mit etwas begnügen, was nur wie ein Big Boy ist? Weil ihr hier nicht im Big Boy seid. Na schön, dann eben den Barbecue-Burger. Für mich auch. Die Kellnerin schreien einen im Big Boy nicht an. Hey, Leonard. Hi, Leute. Hey, hallo, Leslie. Hallo. Seit wann ist ihr hier? Tun wir sonst nie. Das ist eine besorgniserregende Verirrung. Leslie, das ist Penny. Sie wohnt gleich gegenüber von Sheldon und mir. Sie naht in stiller Schönheit ebenso wie die Nacht. Howard, du sollst das doch lassen. Leslie und ich arbeiten gemeinsam an der Uni in der Forschung. Oh, wow, eine echte Wissenschaftlerin. Ja, nicht nur Titten und Beine, sondern auch Grips. Jedenfalls gut, dass ich dich hier treffe. Das Streichquartett der Physiker braucht einen neuen Cellisten. Was ist denn mit Elliot Wong? Er ist in die Hochenergiestrahlenforschung gewechselt, wo ihm ein kleines Missgeschick passiert ist. Und jetzt haben die anderen Angst, neben ihm zu sitzen. Kann ich auf dich zählen? Ja, klar. Wieso nicht? Gut, wir proben dann nächsten Dienstag bei dir zu Hause. Warum denn bei mir? Na, die Strahlenschutzbehörde meinte, unser üblicher Probenraum sei zu heiß. Hat mich gefreut. Ja, mich auch.
Lennart, du spielst tatsächlich Cello? Ja, meine Eltern meinten, ich wäre für den Namen Lennart und dafür, dass sie mich in die Streberklasse gesteckt hatten, noch nicht oft genug verprügelt worden. Wenn du auf Musik stehst, ich bin eine menschliche Beatbox. Ach ja? So sehr stehe ich auch nicht auf Musik. Hey, deine Freundin ist süß. Läuft da irgendwas zwischen euch? Mit Leslie? Nein, nein, auf keinen Fall. Er hat sie mal eingeladen. Das war ein peinliches Fiasko. Danke, Sheldon. Oh, entschuldige, sollten wir das vertraulich behandeln? Das ist aber schade. Ihr würdet ein süßes Paar abgeben. Oh je. Was ist mit dir? Ich durfte nicht bestellen. Wie soll das gehen, wenn du zu neurotisch bist, um mit ihr zu sprechen? Eins sage ich euch, das wird sich auf ihr Trinkgeld auswirken. Was meinte Penny mit, wir würden ein süßes Paar abgeben? Tja, damit meinte sie wohl, dass ihr zusammen ein Paar darstellen könntet, das andere für süß halten würden. Eine alternative, aber unwahrscheinliche Deutung wäre, dass ihr irgendwo ein anderes süßes Paar abgeben würdet. Im Sinne von, Leslie und Lennart haben Vera und Tom an der Garderobe abgegeben. Wie süß. Wenn Penny nicht wüsste, dass Leslie mir schon einen Korb gegeben hat, dann würde das eindeutig bedeuten, dass sie, Penny, denkt, dass ich sie, also Leslie, einlade. Was heißt, dass sie, Penny, kein Interesse daran hat, dass ich sie, Penny, einlade. Aber weil sie es gewusst hat, dass ich Leslie eingeladen hatte, aber sie, Leslie, an diesem Tag mich abblitzen ließ, hätte sie, Penny, mich doch zum Trost einladen können. Das ist aber schade. Ihr würdet ein süßes Paar abgeben. Aber sie hätte denken können, gut, Lennart ist immer noch zu haben. Du hast ein sagenhaftes Glück. Wieso das? Du redest mit einem der drei Männer in der westlichen Hemisphäre, der in der Lage ist, deinen Gedankengängen zu folgen. Und was meinst du dazu? Ich sagte, ich kann ihm folgen, nicht, dass es mich interessiert. Ich bewundere deine Fingertechnik. Danke. Vielleicht magst du sie mal auf meinem Instrument ausprobieren. War eine gute Probe. Danke. Bis nächste Woche. Das war klasse. Danke, dass du mich dazugeholt hast. Gern geschehen. Wenn du Lust hast, könnten wir noch mal den mittleren Teil üben. Gern, wieso nicht? Damit das klar ist, mit dir noch mal zu üben, war nur ein Vorwand, um dich wissen zu lassen, dass ich sexuell noch zu haben. Wirklich? Ja, ich bin startklar. Ich dachte, du hättest kein Interesse an mir. Das war, bevor ich gesehen habe, wie du dieses wunderschöne Stück zwischen deinen Schenkeln hältst. Du meinst mein Cello. Nein, ich wollte eine ordinäre Zweideutigkeit anbringen. Ich will dich verführen. Echt wahr? Ich bin eine sehr leidenschaftliche, impulsive Frau. Also, was meinst du? Junge. Ist es die Kellnerin? Penny? Was soll mit dir sein? In ihrer Gegenwart waren deine Pupillen geweitet. Das lässt auf Heroinabhängigkeit oder sexuelles Interesse schließen. Ich hatte zwar ein Mohnbrötchen zum Frühstück, was zu einem positiven Urintest auf Opiate führt, aber nicht zur Erweiterung meiner Pupillen, wodurch es sinnlos ist, darüber zu sprechen. Also du und die Kellnerin? Nein, nein, es läuft da überhaupt nichts zwischen Penny und mir. Dann bist du offen für eine sexuelle Beziehung? Ja, ja, ich denke schon. Gut. Ja, genau, das ist gut. Wolltest du sofort anfangen? Spielen wir doch zuerst noch diesen Satz zu Ende. Oh, okay. Ein musikalisches Vorspiel. Wahnsinn. Ich würde sagen, ich wäre dann soweit. Ich auch. Sheldon, was gibt's?
Ich bräuchte deine Meinung zu einer Frage der Semiotik. So bitte was? Semiotik, das Studium der Zeichen und Symbole, ein Zweig der Philosophie verknüpft mit der Linguistik. Okay, Schätzchen, ich weiß, dass du der Ansicht bist, jeder würde dich verstehen, aber das ist nicht so. Dann komm einfach mit. Lennart hatte doch öfter ein Mädchen hier, oder? Oh ja, aber nie ohne Planung, wochenlanger Vorbereitung und einer Vorwarnung. Letztes Mal habe ich noch eine Kreuzfahrt in die Arktis zu einer Sonnenfinsternis buchen können. Warte, heißt das, du hast das Land verlassen müssen, weil dein Mitbewohner Sex hatte? Ich musste nicht, die Termine fielen nur zufällig zusammen. Und? Weißt du, wer da drin ist? Tja, ich würde sagen, Len. Und entweder ist Leslie Winkle bei ihm oder ein Gangster aus den 30er Jahren. Schön für ihn. Schön für Lennart. Okay, gute Nacht. Nein, nein, warte, noch eins. Und was bitte? Ich weiß nicht, was man bei sowas machen soll. Bleibe ich hier oder soll ich gehen? Soll ich warten und sie mit Erfrischungsdrinks begrüßen? Leider, Sheldon, fragst du da die Falsche. Normalerweise bin ich auf der anderen Seite der Krawatte. Hi, Lennart. Ich bin's nur. Sheldon. Im Wohnzimmer. Ich wollte dich nur wissen lassen, ich habe die Krawatte gesehen. Botschaft angekommen. Oh, nichts zu danken. Lass dich nicht stören. Und bitte grüß Leslie von mir. Jemand war an meiner Tafel. Oh Gott, meine Tafel. Lennart! Lennart! Hey, was ist passiert? Meine Gleichung. Jemand hat meine Gleichung verändert. Bist du dir sicher? Natürlich bin ich mir sicher. Sieh dir die Beta-Funktion der Quantenchromodynamik an. Die Vorzeichen wurden geändert. Tatsache. Aber löst das nicht das Problem, das du damit hattest? Bist du wahnsinnig? Hast du den Verstand verloren? Hast du, hey, das löst ja das Problem, das ich damit gehabt habe. Gern geschehen. Du warst das? Ja, es fiel mir auf, als ich heute Nacht ein Glas Wasser holte und da habe ich es korrigiert. So sieht man, dass Quarks bei hohen Energien asymptotisch frei sind. Ziemlich cool, hm? Cool? Ich fahre dann ins Labor. Danke für die tolle Nacht. Danke, wir sehen uns später noch. Nein, warte, du gehst nicht. Was? Wer hat dir gestattet, meine Tafel anzufassen? Niemand. Ja, und komme ich zu dir und fasse deine Tafel an? Es stehen auch keine fehlerhaften Gleichungen auf meiner Tafel. Oh, das ist so, so... Ich hab's eilig. Wenn dir ein Adjektiv einfällt, schick mir eine SMS. Rücksichtslos, das ist das Adjektiv. Es ist rücksichtslos. Auch wenn du den ganzen Tag lang auf die Tafel starrst, hat sie immer noch recht. Ich starre sie nicht an, ich denke nach. Oh, hey, Lennart. Oh, hi. Na, wie geht's denn so?
ziemlich gut. Nur ziemlich gut? Ich hätte gedacht, dir geht's heute sehr gut. Ob sehr oder ziemlich, es gibt eigentlich keinen objektiven Maßstab für die Variation von gut. Wieso fragst du? Ach, ein kleines Vögelchen hat mir gezwitschert, dass Leslie heute Nacht bei dir war. Sheldon! Komm ja schon. Und ist das was Ernstes? Hast du sie gern? Nein, ich, das waren eigentlich zwei verschiedene Fragen. Sheldon, wir müssen los! Junge, du bist ja ganz schön gereizt für jemanden, der gerade Geschlechtsverkehr hatte. Na schön, wir unterhalten uns später, aber ich freue mich sehr für dich, Leonard. Danke. Wie hat sie das gemeint? Sie freut sich für mich. Freut sie sich, weil ich sowas wie eine Beziehung habe, oder freut sie sich, weil sie denkt, dass ich glücklich bin? Weil jeder, der jemanden gern hat, würde wollen, dass derjenige glücklich ist, auch wenn der Grund für dessen Glück den Ersteren vielleicht unglücklich macht. Weil jetzt zwar die zweitgenannte Person glücklich ist, aber nicht mehr für die Erstgenannte für ein Liebesverhältnis zur Verfügung steht. Ist dir klar, dass ich meinen Nobelpreis vielleicht mit deinem Quickie-Besuch teilen muss? Weißt du was? Ich mache mich hier ja lächerlich. Wen interessiert es schon, was Penny denkt? Leslie ist wunderbar, sie ist attraktiv, wir mögen einander sehr und sie ist außerordentlich intelligent. So intelligent ist sie nun auch wieder nicht. Sie hat deine Gleichung gelöst. Das war Zufall. Du glaubst nicht an den Zufall. Es kann auch Zufall sein, ohne dass ich daran glaube. Auch gut. Ich habe die Chance auf eine echte Beziehung mit Leslie und die lasse ich mir nicht entgehen wegen einer hypothetischen Zukunft mit einer anderen Frau, die sich vielleicht oder vielleicht auch nicht wünscht, dass ich mit der Frau glücklich bin, die mich gerade glücklich macht. Ja? Es interessiert mich immer noch nicht. Hey, Leslie. Vorsicht, Leonard. Flüssiger Stickstoff. 196 Grad unter Null. Brrr. Wieso zerschmetterst du die schockgefrostete Banane? Weil ich mir ein Müsli mache und kein Messer finden konnte. Oh. Tja, jedenfalls. Hallo. Was machst du da? Ich setze nur die Intimität fort. Hey, wollen wir schnell rüber ins Strahlenlabor und huschen wir für ein Weilchen unter die Dekontaminationsdusche? Na gut, was denkst du eigentlich, was da zwischen uns läuft? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich werde gleich wissen, wie sich die Banane gefühlt hat. Hör mal, Leonard, keiner von uns ist Neurowissenschaftler, aber wir beide verstehen die Biochemie von Sex. Ich meine, Dopamin im Gehirn wird durch Synapsen freigegeben und erzeugt Lustgefühle. Steck Elektroden in das Hirn einer Ratte und gib ihr einen Orgasmusknopf, dann drückt sie ihn so lange, bis sie verhungert. Wer würde das nicht tun? Der einzige Unterschied zwischen uns und der Ratte ist, wir können keine Elektroden in unseren Hypothalamus stecken. Da kommst du ins Spiel. Ja, da freue ich mich, dass ich dabei sein durfte. Und was passiert jetzt? Also bis Silvester bin ich erstmal zufriedengestellt. Oh. Okay. Danke. Ich danke dir. Verabreden wir was für Silvester? Hey, Leonard, du bedrängst mich. Entschuldige. Hey, sieh mal, da ist ja unser Dr. Hengst. Doktor was? In der Blockwelt wimmelt es nur so von Stories über dich und Leslie Winkle, dass ihr zusammen Tralalala-Bang-Bang-Musik macht. Was? Wieso steht das denn im Internet? Ich habe es eingestellt. Und woher wisst ihr überhaupt davon? Das wurde uns geflüstert. Offenbar bist du eine wilde Bestie. Naja, zumindest stimmt dieser Teil. Hör mal, ich glaube, ich habe dieses Restaurant falsch eingeschätzt. Kann das sein? Ich will nicht zu weit vorpreschen, aber ich glaube beinahe, das hier wird mein neuer Dienstagshamburger. Dein alter Dienstagshamburger wird das aber untröstlich finden. Das kann ich regeln. Ich werde den Big Boy auf Donnerstag verlegen und dafür die Suppenplantage aufgeben. Wirklich? Ja, der Name hat sowieso was Verwirrendes. Suppenplantage. Man pflanzt keine Suppe an. Und? Alles zufriedenstellend? Fabelhaft. Es würde dich bestimmt freuen, dass ich vorhabe, ab sofort jeden Dienstag zum Essen herzukommen. Wirklich? Oh, yeah.
Wen sollte ich ansprechen, wenn ich den Tisch dauerhaft reserviert haben will? Ich weiß nicht. Ein Psychiater vielleicht? Und sonst? Wie steht's zwischen dir und Leslie? Oh, also um ehrlich zu sein, das geht auf Dauer einfach nicht gut. Oh, das ist aber schade. Ach, hey, was soll's? Du findest bestimmt irgendwann die richtige für dich. Was meint sie damit schon wieder? War das eine ganz gewöhnliche Plattitüde oder war es ein subtiles Haschen nach Aufmerksamkeit? Weißt du, wieso dieser Hamburger besser ist als der Big Boy? Dies ist ein einfach belegter Hamburger, während der Big Boy ein doppelt belegter ist. Dadurch kommt er hier auf ein angenehmeres Brötchen-Fleisch-Würz-Verhältnis. Hörst du mir eigentlich gar nicht mehr zu? Natürlich habe ich zugehört. Bla, bla, hoffnungslose Penny-Illusion, bla, bla, bla. Okay, dann nicht. Weißt du, die Zutaten für eine Suppe kann man anpflanzen.